Die beste und effektivste Methode, um sich nachts wach zu halten, wenn man eigentlich einschlafen möchte, ist grübeln. Mitten unter der Woche, kurz vor oder nach Mitternacht, der morgige Tag wird anstrengend. Ja, der Partner, die Partnerin, die liegt schon nebendran und pennt und schnorchelt da friedlich und glücklich vor sich hin. Das ist doch die perfekte Zeit, um mal konsequent darüber Buch zu führen, was im Leben gerade nicht läuft. Zerrüttete Beziehungen, Stress am Arbeitsplatz, finanzielle Sorgen, das kannst du doch jetzt hier ungestört, so mitten in der Nacht, in einem ehrlichen, offenen Gespräch mit dir selbst einmal von vorne bis hinten durchkauen, bis du an einen logisch konsequenten Schlusspunkt gekommen bist, oder? Kurz gesagt, grübeln ist super. Servus, ich habe ja jetzt schon ein paar Videos zum Thema besser schlafen gemacht. Das letzte Video, da ging es um die sogenannten schlaffördernden oder schlafhemmenden Kognitionen, also um deine Annahmen zum Thema Schlaf. Und eine von diesen Annahmen könnte sein, naja, diese Grübelgedanken, ich muss die ja zu Ende denken, bevor ich einschlafen kann. Ich muss das in meinem Kopf erstmal alles sortiert bekommen. Und da sind wir eigentlich schon beim Kern des Problems. Wir grübeln ja in der Regel nicht über irgendwelche Belanglosigkeiten, sondern über tatsächlich existierende Sorgen und Probleme, Dinge, die uns wirklich beschäftigen. Und deswegen ist diese Grübelstimme in unserem Kopf auch so hartnäckig und deswegen hat die auch diese hypnotische Anziehungskraft. Denn vielleicht will sie mir ja etwas Wichtiges mitteilen, da kann ich die doch nicht einfach ignorieren, oder? Und das ist ja irgendwie auch ein valider Punkt. Deswegen können wir Grübeln nicht einfach beiseite stellen, nicht einfach den Stecker ziehen, sondern wir müssen im Grunde zwei Dinge tun, würde ich sagen. Einerseits die Grübelstimme ernst nehmen, darauf hören, was sie uns sagen und mitteilen will, auch wenn das, ich sag mal, ein paar negative Konsequenzen hat, wenn wir nicht einschlafen können, also wir müssen irgendwas damit machen. Und zweitens, Alternativen finden zum Grübeln. Wenn ich sage, ich möchte nicht mehr grübeln, dann muss ich dieses Vakuum, diese Lücke ja mit etwas anderem Neuen füllen. Sonst riskiere ich, dass die Grübelgedanken einfach nur durch die Hintertür wieder zum Vorschein kommen. Also der erste Schritt lautet durchaus, hör's dir mal bewusst an. Schadet ja nichts. Was geht in deinem Kopf vor, wenn du da versuchst einzuschlafen? Wie hältst du dich selber wach? Was ist die Tonspur? Was ist da drauf? Was laberst du mit Birne? Was sind deine kreativen geistigen Ergüsse, mit denen du da nachts dich beschäftigst? Hör einmal ganz bewusst hin und mach dir Notizen. Nimm Stift und Papier und ganz wichtig, versuche Überschriften zu finden, die das Ganze zusammenzufassen. Verliere dich nicht in den Details, sondern versuche das Ganze in ein paar wenige Worte, in ein paar Überschriften, Überbegriffe zu bringen. Das schafft eine gewisse Distanz und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen eine Distanz zu diesen Grübelgedanken, mit denen wir so fest verbappt sind. Wenn du also zum Beispiel darüber nachdenkst, wie du die nächste Autoreparatur zahlen sollst, dass die nächste Nebenkostenrechnung ansteht und dass du ja eigentlich noch was sparen wolltest, dass dir eigentlich, also dass einfach hinten und vorn die Kohle nicht reicht, dann ist die Überschrift dazu einfach Geld sorgen. Oder wenn du feststellst, dass du mit deinem Kopf noch in der Arbeit bist, noch in dem Gespräch mit dem Kunden, noch in dem Gespräch mit dem Chef, mit den Kollegen, dann ist das Thema einfach nur Stress in der Arbeit. Zoff mit der Schwiegermutter, Probleme in der Erziehung der Haustiere, was auch immer. Hauptsache, du findest eine Überschrift, die das Ganze kompakt zusammenfasst, damit du später, wenn diese Grübelgedanken wiederkommen, nicht, ich sag mal so genau hinhören musst, sondern dass du einfach innerlich sagen kannst, ah ja, da kommen die Geldsorgen wieder, kenne ich schon. Durch das Aufschreiben bekommst du Abstand zu diesen Gedanken und wir überlisten uns ein bisschen selbst. Vielleicht kennst du das Phänomen, wenn du dir eine Einkaufsliste schreibst, dann musst du dir die Sachen, die du einkaufen möchtest, nicht mehr merken, weil du weißt, das steht ja schon auf einer Liste. Und was auf einer Liste steht, das brauchen wir uns ja nicht mehr zu merken, oder? Und mit diesen Grübelgedanken ist es das Gleiche. Hauptsache mal, die kommen raus aus dem Kopf und rauf aufs Papier. Und wie gesagt, ganz wichtig, ich will diese Grübeleien gar nicht kleinreden, wenn das wirklich wichtige Themen in deinem Leben sind, die dich beschäftigen, dann wäre es ja auch grob fahrlässig, wenn du dich nicht um sie kümmern würdest. Aber wahrscheinlich kannst du jetzt im Bett spätabends, wenn du drüber nachdenkst, so oder so nichts daran ändern. Wichtiger und richtiger Gedanke, falscher Zeitpunkt. Du hast also zum Beispiel Geldsorgen auf einen Zettel geschrieben und machst dir zum geeigneten Zeitpunkt Gedanken darüber, wie geht's denn mit diesem Thema weiter. Thema Kohle, du machst einen Termin mit der Bank aus, du redest mit der Schuldnerberatung, du sprichst mit dem Chef über die nächste längst überfällige Gehaltserhöhung. Nebenbei bemerkt, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, wie du die Gehaltserhöhung endlich durchkriegst, die du dir so sehr wünschst. Das verlinke ich dir irgendwo hier oben.
und dann hast du für den Moment alles getan, was du tun kannst. Nachdem du die nächsten Schritte festgelegt hast, kannst du in dem Wissen, dass du für den Moment alles getan hast, was es zu tun gibt, dir selbst die Erlaubnis geben, einzuschlafen. Ich sage bewusst Erlaubnis, denn oft ist ja diese heimliche Annahme, dass wenn man nur lange genug grübelt, dass man dann irgendwann auf die Lösung kommt, auf die man die ganze Zeit schon wartet. Aber so einfach ist es eben nicht. Und in den allermeisten Fällen ist es überhaupt nicht nötig, diesen Gedanken zu Ende zu denken, sondern es ist vielmehr angebracht, den Gedanken beiseite zu legen, nachdem man sich mit ihm beschäftigt hat, und eine Alternative zu dieser sorgenvollen Quasselstimme zu bekommen. Die Sorgenstimme, die läuft wahrscheinlich in Endlosschleife. Irgendwie kommst du nie zu dem Punkt, dass du sagst, naja, jetzt bin ich mit dem Gedanken durch. So, das ist aber das, was wir machen müssen, nachdem wir eben sinnvollerweise uns um unser Leben gekümmert haben und die wichtigen nächsten Schritte schon festgelegt haben. Dann können wir mit gutem Gewissen eine neue Playlist abspielen. Früher hat man ja so Mixtapes aufgenommen, also auf einer Audiokassette waren dann die besten Songs drauf und die hat man dann einem lieben Menschen geschenkt. Und deine Sorgen sind wahrscheinlich auch so ein Mixtape, das du dir selber mal zusammengemischt hast. Und das kann jetzt raus aus dem Kassettenspieler und ein neues Mixtape rein. Also jetzt ist die Frage, was kommt denn auf die neue Playlist? Was willst du dir denn innerlich immer wieder vorsagen oder womit beschäftigst du dich gedanklich als Alternative zum Grübeln? Und da hast du jetzt ganz viele Möglichkeiten, die eben einfach nur dadurch begrenzt sind, was dir gut tut und womit du gut zurechtkommst. Also du könntest zum Beispiel autogenes Training machen. Das ist eine Entspannungstechnik, über die habe ich schon ein paar Videos gemacht. Oder du kannst dich mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigen. Wofür bist du dankbar? Was ist im Laufe des Tages Schönes passiert? Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen albern, aber es ist nachgewiesen, dass das sehr viel zur Zufriedenheit generell zu tun hat und außerdem ist es eine schöne Alternative zu diesen Grübelgedanken. Überhaupt kann man einfach den Tag nochmal Revue passieren lassen und ganz selektiv nach schönen kleinen Momenten suchen. Also wirklich, das ist schon das Lächeln, das einem ein fremder Mensch vielleicht entgegengebracht hat oder einen ganz kurzen Moment in der Arbeit, wo man ein bisschen Spaß hatte. Also da, wie soll ich sagen, die Latte nicht zu hoch setzen, sondern wirklich nach diesen kleinen, feinen Momenten im Alltag suchen. Auch das bringt dich schon buchstäblich auf neue Gedanken. Du kannst natürlich auch meine Schlafaffirmationen hören. Ich habe da quasi ein Audio dazu gemacht, das du auch hier auf YouTube findest, wo du einfach dich mit schlaffördernden Kognitionen berieseln kannst. Auch das könnte eine Alternative sein. Aber letztlich geht es darum, finde das, was zu dir passt. Und wenn du mit den Gedanken lieber in deinem letzten Urlaub schwelgst, dann soll mir das genauso recht sein. Ich hoffe, diese Tipps zum Thema Grübeln bringen dich ein bisschen weiter. Das war jetzt nur ein kleiner Teilbereich aus dem großen Thema besser schlafen. Du weißt, in meinem Kanal geht es immer um berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Wenn dich das interessiert, dann abonniere mich gerne, dann verpasst du kein Video mehr. Für jetzt sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.